Noch einmal werden alle Läufer aufs Eis gebeten zum großen Finale. Erfahrungsgemäß immer eine interessante und bunte Angelegenheit. Die beiden chinesischen Paarläufer zeigen uns das, was in Kanada sogar eine eigene Disziplin ist. Das nennt sich Force und besteht einfach aus zwei Paarlaufpaaren. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessante Wettbewerbe. Aber das kann eben nur ein traditionelles Paarlaufland wie Kanada machen. In Deutschland kann man froh sein, wenn man überhaupt zwei Paare in der ganzen Meisterklasse hat. Unvorstellbar ein Wettbewerb, in dem jeweils zwei Paarlaufpaare als Team gegeneinander antreten. Die Überraschungssieger der amerikanischen Meisterschaften hier nicht ganz so gut. Brooke Castile und Benjamin Okolski. Naomi Narayan-Amf endlich wirklich wieder auf der internationalen Bühne zurück nach einigen Jahren der Abstinenz, ob ihrer Rückenprobleme. War als Einzelläuferin der große Star, jetzt als Paarläuferin noch nicht ganz. Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon gewann den Wettbewerb der Eistänzer. Und ich sage es noch einmal, für mich die großen Favoriten für die Weltmeisterschaften. Kenneth Belbin, Ben Agosto zeigten sich verbessert, aber ich glaube einfach nicht, dass die Kür zu Musiken aus dem Film Amelie wirklich ihnen den großen Durchbruch bringen wird. Die beiden haben den noch vor sich. Tessa Virtue, Scott Moyer hier Dritte. Die werden noch abwarten müssen, bis die ganz Großen weg sind. Das gilt auch für die beiden. Merritt Davis, Charlie White. Die beiden Paare, die wir zuletzt gesehen haben. Das, und das meine Voraussage, die in spätestens 5 Jahren beide auf dem Treppchen. Kimberly Navarro, Brent Bumentry. Und wir sind schon bei den Herren. Evan Lysacek. Zu ihm ist alles gesagt. Wir warten ab, was er in 4 Wochen zeigen kann. Jeffrey Buttle. Jeremy Abbott, der Newcomer. Und dieser Mann war mein persönlicher Favorit hier im Schaulaufen wegen solchen Dingen. Ryan Bradley. Ich freue mich jetzt schon auf die Weltmeisterschaften und drücke ihm alle Daumen, dass er auch im Schaulaufen dabei ist, weil diese Kunststücke wollen wir einfach noch mal sehen. Kimi Meissner. Auch für sie lief hier nicht alles so rund, aber vielleicht ein Denkzettel zum richtigen Zeitpunkt. Andy Hughes hier Zweite. Ich habe meine Zweifel, ob sie es schafft, an die Erfolge ihrer älteren Schwester anzuknüpfen, die ja, Sie wissen es, 2002 Olympiasiegerin wurde. Johnny Rochette. Endlich mit einer Medaille belohnt. Dritte bei den Damen. Maki Sawada. Tja, kann sich jetzt schon auf die neue Saison vorbereiten. Sie ist nicht bei den Weltmeisterschaften dabei. Wurde nur Sechste der japanischen Meisterschaften. Alyssa Chisney. Und in ihrem Programm so viele Fehler bei den Sprüngen gemacht. Sie verzichtet jetzt hier beim Schaulaufen darauf,
nochmal einen zu zeigen. Ja, liebe Zuschauer, das war's. Das große Abschlussschaulaufen der Four Continents. Ich freue mich, Sie wieder zu sehen oder zu hören. In 4 Wochen dann aus Tokio von den Weltmeisterschaften 2022.